Caravan-Kult importiert aus den USA. Blankpoliertes Aluminium, nur leicht überarbeitungswürdige Monocoque-Karosserie, schlankes Design. So ein Schmuckstück hatten selbst die Morlocks noch nicht auf dem Hof. Der Trailer steht hier, weil wir das für einen Kunden so kompatibel und fahrbereit machen müssen. Der ist gekauft und wir haben es für den rübergeholt aus den Staaten. Fahrbereit heißt hier, der Trailer soll zumindest auf eigener Achse zum Kunden. Die Deichsel ist zu kurz, wir müssen die verlängern. Du kannst hier nicht mit dem Zugfahrzeug einschlagen, dann kommt das hier gegen die Karosserie. Ja, so sprich Stoßstange von dem Pickup, das hatten wir nämlich schon. Ja, die Amerikaner können das bewegen, die haben nicht so enge Kurven wie wir. Wir müssen das hier verlängern, damit das hier überhaupt fahrbar ist. Kommen wir denn da jetzt mit den Anbauteilen so klar oder muss da noch was angeschweißt werden? Nee, nee, das geht also. Eine Planung, das geht so alles verschraubt. Okay. Oh, hier, guck mal hier, das hier wie, ne, die Innentür. Auch Moskitonetz hast du in jedem amerikanischen Haus. Was ich so schön finde, der windschnittige Griff hier. Ja. Ja? Geil, ey. Guck mal, für eine Mimik, für 1951. Und hier so, das Schloss geschützt, sehr schön. Warte mal, ich sehe aber schon was hier. Meine Herren. Och, der Rentner wird. Oh, ne! Ne, nicht zu benutzen. Der erste Prototyp wurde 1945 in Tulsa, Oklahoma gefertigt. Dieses Modell von 51 hat Vollausstattung. Und sogar viel voller als gedacht. Was ist das hier? Oh, die Abdeckung von Lichtschaltern. Was ist das? Erdnussbutter. Ich will es nicht wissen. Das will ich gar nicht wissen, was du da in der Hand hast. Ruhe. Ja, was ist das denn? Oh, Strohhalme. Achtung! Eine Original-Fliegenklatsche. Die ist aber made in Korea. Die ist nicht von 51. Oh, 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 ist da was? Hier ist irgendwas drin. Warte. Alter! Seht ihr das? Jo, jo. Oh. Was haben wir hier? Warte, warte, warte. Oh. Ups. Oh. Ups. Was haben wir denn hier gefunden? My mom and me. Das sieht entweder nach Single aus oder Junggesellenabschied. So als Partymobil oder sowas. Das sind auch CDs. Ja, das oder Bücher. Ja. Da waren wirklich Pornos drin. Da war so eine Box voller Pornos und Tätowierfarbe. Ich will nicht wissen, was da drin abgelaufen ist vorher. Jedes Auto hat eine Seriennummer und jeder Trailer. Und irgendwo haben diese Penner hier eine Plakette gemacht. Es sei denn, irgendwer hat's rausgerissen. Alter, wo ist diese Plakette? Es kann ja sein, und das haben wir alles schon gehabt, dann kommt der Kunde hinterher, so nach einem halben Jahr, dann hat er sich das da angeguckt. Dann rennt er nämlich auch immer dran vorbei. Und dann kommt er auf die Idee, könnte ich eigentlich wieder zum Morlock bringen. Da können die Typen mir jetzt mal TÜV drauf machen. So, und spätestens dann hast du ein Problem. Weißt du, wenn du keine Win hast. Das hier ist wieder typisch Amerika. Weißt du, alles heißt immer, in Amerika werden die Leute so dick. Ja, und weiter? Ja, hier kommt ja keiner durch mit Bauch. 51 waren die nicht dick. Ach so. Wenn du dir jetzt mal so anguckst hier von Stefan, ja. Kommst du bitte da raus? Warum? Ich wollte doch nur mal in Ruhe mein Häufchen machen. Achtung. Nein, hier geht es auf. Haha, das hast du aber noch ihrem Schirm gehabt. Form ist halt geil, die hat halt kein Mensch. Innen drin ist der noch wie in den 50er Jahren. Da ist nie was dran renoviert worden. Da ist die alte Küche, der alte Kühlschrank, das alte Scheißhaus, die Betten. Da ist halt alles noch wirklich, wie es früher war. Kuckuck. Trennwand. Wir wollen die Serial Number. Nee, ist das aber jetzt lästig, ey. Guck mal, so Plaketten sind immer da an so einer Stelle, wo man die nicht entfernen kann. Also sprich am Rahmen. Nicht jetzt natürlich hier auf so einem Holzding, ne? Alter. Ja, das ist es. 130, 50, 1009. Das muss ich gleich mit meinen Papieren vergleichen. 10-mal dran vorbeigelaufen. Alter, wo ist die Plakette und nix, alle Schränke auf? In der Tür, so klein. Ja.
Stell dir mal vor, du kommst damit auf so ein großes US-Treffen, Junge, die flippen mir alle aus. Ja. Da hast du ja sofort eine Menschentraube. Ja. Weil sowas hat keiner gesehen. Ja. Das kennt auch keiner. Da kannst du Eintritt nehmen, weil die das alle glotzen wollen. Da hast du nichts von dem Treffen, da kannst du ja, musst du nur gucken. Nee, du musst halt nur mit dem Eintritt direkt mit Dosenbierverkauf machen. Dann lohnt sich das wieder. Machst du dann einmal hier drin. Ja. Stefan nutzt die Zeit, um sich dem Spartan Aircraft von 1951 zu widmen. Der soll noch heute zum Kunden und dank Behelfskonstruktion auch enge Kurven passieren können. Vorher hatte die diese alte verschlissene Zugöse dran. Mit einem System, was überhaupt gar nicht mehr hält. Ein Stützrad ohne Rad. Also quasi ein Stützpfosten. Und diese ganze Zugeinrichtung war so kurz, dass man noch nicht mal auf dem Platz hier fahren konnte, dass beim kleinsten Lenken der Pickup oben einschlägt. Was der Vorbesitzer wohl auch schon mal geschafft hat. Wie man sieht, links und rechts diese Beulen. Und da wir das jetzt zum Kunden fahren müssen, haben wir das mal eben verlängert. Anders als Klotzki und Ingo verzichtet Stefan auf die Mittagspause, um seine Eigenkonstruktion fertigzustellen. Wo ich am Anfang gefragt habe, hatte keiner eine Idee. Ja, sicher. Was? Ich hab dir doch gesagt. Schneid das hier ab und da ab und dann gehst du nur da dran mit einem komplett neuen Teil. Durfte ich aber nicht. Ja, war ja mein Vorschlag auch. Ja. Aber da gab es einen Büro, der wollte Musik. Das nicht. Ich finde das toll. Es bestätigt sich wieder. Fachkundige Beratung bekommt man nie dann, wenn man sie wirklich braucht. Die Schraube, die da so weit rausguckt, ne? Geht die da noch rein? Nee, komm, ich hab genug Klugscheiße um die Ohren hier. Nachher, wenn es funktioniert, dann gehen alle da. Ja, das war unsere Idee, ganz toll, hat alles super funktioniert. Oh, du, Ingenieurleistung, das ist doch... Darf man alles nicht so eng sehen. Das sieht mir alles irgendwie nicht geheuer aus. Hauptsache, es hält. Und wenn auch nur für die Überführungsfahrt zum Kunden. Lass sie das mal schön fertig machen, dann kann der Stefan das überführen und alles ist gut. Ich bin da raus. Wie heißt das denn? Ponton? Ponton. Ponton? Ponton. Ponton? Ponton. Können die nicht irgendeinen einstellen, der irgendwas Ahnung hat von Schrauben? Das wäre doch viel einfacher. Die Amphibie? Das Amphibien, Brücken und Brückenfahrzeug. Oh, Alter, jetzt willst du das von mir aus dem Westerweiten Deutsch kurz haben? Scheißegal. Das Vehikel. Das könnt ihr euch einrollen oder einrahmen und rektal einführen, trocken oder mit Flutschmittel. So, komm, lass uns abhauen. Ich habe echt noch zu telefonieren. Komm,